Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Es war der Engländer Robert Yates, der 1855 den ersten Dosenöffner entwickelte. Satte 45 Jahre nach der Erfindung der Konservendose. Er suchte nach einer Möglichkeit, die Konservendose relativ einfach zu öffnen, ohne dass man sich dabei ernsthaft verletzen konnte. Das konnte bei den bisherigen Öffnungsmethoden oft passieren. Aua! Yates Dosenöffner sah aber noch etwas anders aus als die, die wir heute kennen. Es gab zwei scharfe Haken, von denen einer den Öffner am Dosenrand abstützte und der zweite Haken rund um die Dose unzählige Löcher stanzte. Aus diesen Löchern entstand dann ein Riss, sodass sich die Dose öffnen ließ. Der Amerikaner William Lyman tüftelte zeitgleich auch an einem Dosenöffner und der funktionierte so, dass man in die Mitte der Dose ein Loch schlug und so von diesem zentralen Punkt ein Schneidrad am Rand des Deckels entlangführen konnte. Nicht schlecht, aber eben auch nicht wirklich praktisch. Erst 1870 patentierte Lyman den Dosenöffner mit der Zangenform und dem Schneidrad, wie wir ihn heute kennen. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.